Oh yeah, das Ding ist der King of Donuts. Ist so ein bisschen schwer zu kontrollieren, aber macht richtig Spaß zu fahren. Absolut geniales Teil. Und es hat Triebwerke. Und mal ganz ehrlich, wir mögen doch alle Triebwerke, oder? Und herzlich willkommen zu Trailmakers. Wir sind heute mal wieder im Expeditionsmodus unterwegs und ich habe uns hier ein richtig heißes Bike gebaut. Ich habe die Kabine schräg gelegt. Ich wusste nicht, dass das geht und habe es dann doch irgendwie mal ausprobiert und es funktioniert. Also man kann das problemlos hier auf die Seite legen. Irgendwas ist kaputt. Tut besser. Ich habe also den Motor da hinten mit drauf geklebt und ich habe die Lenkung. Ich habe da so ein Lenkdingens direkt an unsere Kabine dran gehängt und da vorne dann das Rad dran. Das funktioniert super gut. Das können wir jetzt mal testen. Und es ist super flach. Ist auch super schmal. Ich komme dort auch durch den anderen Durchgang durch. Wir sind hier wieder am Anfang der Map, wo ich den Mustache gefunden habe. Und wir kommen hier wirklich da hinten hinter uns durch den Engpass und hier kommen wir durch dieses flache Dingens auch durch. Und da gucken wir jetzt mal, was es hier zu finden gibt. Das war nicht so einfach. Das war die erste richtig schwierige Challenge. Oh, und da gibt es einen Block für uns. Super cool. Und so ein Schraubendingens gibt es auch. Ja, Lenkung bei hohen Geschwindigkeiten ist nicht optimal. Also, das Ding lenkt recht energisch. Ein Bolzen. Antriebshaube. Was zum Teufel ist eine Antriebshaube? Man weiß es nicht. Das müssen wir noch irgendwo einbauen. Vielleicht nicht in das Flachdingens hier, sondern in irgendein gescheites Fahrzeug. Hier ist nicht viel Platz, sonst sind wir gleich wieder zu hoch. Okay, ich glaube, das war's. Coole Höhle. Ich glaube, der Kartenabschnitt heißt auch so, ne? Hohle Höhle. Okay. Ich war ein bisschen unterwegs in den Anfangsgebieten, habe da so ein bisschen rumgesucht, wo wir noch nicht waren. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo hinkommt. Ich denke fast nicht. Ich habe noch keinen Weg gefunden. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles ganz gut erforscht. Hier sind noch Inseln, die wir nicht kennen. Und die Piranha-Bucht müssen wir uns noch anschauen. Ich werde mal ein bisschen rumgucken und weiter solche Bolzen sammeln. Und falls wir irgendwelche coolen Challenges finden, dann gehen wir die natürlich an, ist ja klar. Also, das hier war eigentlich nicht so super schwer. Das hätten wir mal direkt machen können, so ein flaches Gebilde bauen. Und da sind wir auch schon wieder ein paar Meter weiter bei dieser Insel-Challenge. Okay, das sehen wir im Baumodus nicht, alles neblig. Da hinten ist der Punkt, wo wir hinwollen. Wir müssen durchs Wasser und jetzt habe ich mal so ein Stelzen-Ding gebaut. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Hier sind die beiden neuen Auspuffe mit dran. Und das ist die Motorabdeckung, die wir gerade gefunden haben. Also ich habe es nicht geschafft, die auf den Motor zu kleben. Die schwebt dann so drüber, also die hat da keine Befestigungspunkte. Aber man kann die so hinten draufsetzen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, ne? Okay, auf geht's. Schau mal, wie tief das da ist. Ich habe ein bisschen zu großen Motor eingebaut, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Oh, das ist ganz schön tief. Yes! Läuft! Also viel flacher sollte man nicht bauen. Okay, das sind so komische Vögel unterwegs. Da hinten ist auch noch so eine Schraube, die holen wir uns auch noch. Erstmal speichern. Okay, coole neue Insel. Sieht super schick aus hier. Ups. Bremsen ist wohl nicht so gut. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, oder? Da drüben gibt es noch so ein paar Vögel und diese Schraube. Die holen wir uns natürlich. Ich glaube, die Vögel kommen gar nicht hoch zu uns. Wir fahren mal über so einen Vogel rüber. Oh. Wow. Die sind aggressiv. Mit der. Was sind das für Vögel? Die sind mega aggro. Ich glaube, wir brauchen was Stabileres. Das mal weg. Und holen was Gescheites raus. Das sind so Gürteltiervögel oder sowas in der Art. Nehmen wir mal den wieder raus. Der ist, glaube ich, gut. Oder? Ach so, das ist ein neuer Bild. Den zeige ich euch gleich noch. Ich denke, wir nehmen den stabilen wieder. Welcher war denn das? Ich glaube, der hier, ne? So. Genau, der mit den vielen Motoren. Auf geht's. Let's do this. Mal sehen, ob wir so einen Vogel schaffen. Schaffen wir den? Niemals.
Hilfe! Die sind mega aggro. Die haben angefangen. Ich kann nichts dafür. Die machen komische Geräusche. Aua! Wahnsinn, die krass. Wow! Nichts wie weg. Kommen wir da hoch? Jawohl. Da kommen die Vögel nicht hoch, oder? Oh, ich komme da nicht hoch. Die sind schon zu kaputt. Vielleicht im heilen Zustand? Nee, auch nicht. Die brauchen mehr Anlauf. Oh, da stehen schon wieder die Vögel. Die gucken so böse. Gibt's da oben irgendwas zu holen? Nein. Doch, da ist was. Super gut. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Ich denke, das war dann aber alles auf dieser Insel. Oh je, zu schnell unterwegs. Dann packen wir wieder das Stelzengefährt aus. Was ich nicht gespeichert habe. Das ist natürlich doof. Also ich denke, man sollte so ziemlich jeden Bild speichern und braucht die später bestimmt sowieso wieder. Die meisten habe ich bis jetzt schon zweimal gebraucht. Also ist nie verkehrt, das Zeug zu speichern. Okay, dann werde ich wieder ein paar Stelzen dran bauen und dann fahren wir da wieder rüber und suchen uns die nächste Challenge. So, jetzt sind wir wieder im nächsten Gebiet. Also man kann sich per Linksklick hier wieder zu den Startpunkten der einzelnen Maps zurück teleportieren. Startpunkt oder hier der Startpunkt. Wir sind jetzt hier unterwegs. Da oben ist die Piranha-Bucht und da unten ist diese Geröllbank, die wir auch noch nicht kennen. Die ist jetzt direkt vor uns und ich sehe schon, dass da was liegt. Das müssen wir uns unbedingt holen. Ich habe keine Ahnung, warum wir das noch nicht geholt haben. Ich habe jetzt das neue Set abgeladen. Verfehlt. Und zwar habe ich da jetzt endlich mal Triebwerke verbaut. Wir haben ja Triebwerke gefunden. Ich habe da gleich mal 4 Stück eingebaut, weil warum geizen, ne? Und das funktioniert ziemlich gut. Das ist ziemlich genial. Ich habe noch einen kleinen Motor eingebaut vorne, den seht ihr. Damit wir rückwärts fahren können, so ein bisschen. Und das ist richtig gut zu kontrollieren und trotzdem das schnellste Bild, den wir haben. Also gefällt mir mega gut. Absolut empfehlenswert. Also, da ist nichts drin. Okay. Yeah, das sind so coole Bäume. Und hier liegt, glaube ich, was ziemlich Wichtiges. Und zwar eine Aufhängungsfeder. Super cool. Die hätten wir also schon viel früher haben können. Die gibt es hier relativ früh schon. Und mit den Dingern können wir dann endlich mal so eine gescheite Federung bauen. Hier sind die. Die sind ziemlich groß, also an das Fahrzeug würde ich sie jetzt nicht dran bauen. Aber wenn wir das nächste Mal ein Fahrzeug bauen oder unser bisheriges upgraden, dann werden wir die auf jeden Fall verwenden. Die sind mega cool. Damit kann man dann auch springen, ohne zu platzen und so. Also, absolut empfehlenswert. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir hier noch so ein bisschen rum, was es gibt. Und vielleicht hat sie hier noch irgendwo eine Challenge für uns versteckt. Ansonsten fahren wir hoch zur Piranha-Bucht. Oh, da ist noch was. Eine Hupe. Okay. Eine quadratische Hupe. Und in den Kisten war noch so ein Bolzen drin. Die verstecken sich teilweise auch in einzelnen Kisten. Also es macht schon Sinn, danach zu gucken. Und wenn man das nächste Mal wieder in dieses Gebiet zurückkommt, dann sind die Kisten alle respawned und sind an den gleichen Stellen wie vorher. Das heißt, man weiß nie, welche Kisten man gecheckt hat und welche nicht. Deswegen am besten alle gleich checken. Das ist das Einfachste. Okidoki, hier gibt es doch einiges zu erkunden. Das haben wir komplett ausgelassen bei der ersten Runde. Hier geht's rauf. So, jetzt sind wir wieder bei diesem komischen Bogen hier. Wir sind schon wieder ein Stück weiter. Ich bin da nämlich, also der Weg ging weiter zurück in das nächste Gebiet. Also, wie auch immer man das sagen möchte, zurück. Wir waren hier ja schon mal. Und weiter, weil ins neue Gebiet. So, wo sind wir überhaupt? Hier ist die Piranha-Bucht. Und wir sind ein Gebiet weiter. Das Fahrzeug fährt die ganze Zeit durch die Gegend. Handbremse gibt's nicht. Wir müssen jetzt irgendwo hier unterwegs sein. Genau, da sind wir ja. Da ist dieser Torbogen mit dem Speicherpunkt. Und ich glaube, wenn wir ein Stück weiterfahren, gab es da noch eine Challenge, die wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Das ist halt super, ne? Wir brauchen 2 Sekunden, um auf 100 zu beschleunigen. Was auch immer das ist. km/h, Meilen oder sonst irgendwas. Karottenlängen. Und wenn wir jetzt da hochfahren, springen, da ist so eine Schraube. Die habe ich mir schon geholt. Da war ich so ein bisschen am Testen mit den Triebwerken. Oh,
unfassbar kurz. Normalerweise würden wir hier nicht hochkommen, aber weil wir 4 Triebwerke haben, ist das überhaupt kein Problem. Und da gibt's den Spoiler. Yeah. Da haben wir die Spoiler-Location gespoilert. Und da ist, glaube ich, ein tiefes Loch. Da fahren wir besser nicht rein. Oh, hier ist eine Sackgasse. Hier oben gibt's, glaube ich, noch was, wenn wir andersrum fahren. Das ist echt ein Geheimtipp hier oben. Und da kommt man, glaube ich, hier nur mit Triebwerken hoch. Also, ihr habt es gesehen. Wir haben eigentlich den Anlauf ganz gut ausgenutzt. Einigermaßen. Und es war trotzdem ganz schön knapp. Links geht's wieder runter in das andere Gebiet, ne? In das Glitschige. Nicht zu nah an den Rand fahren. Dann ist dieses Gebläse, das habe ich noch nicht gemeistert. Also, das wird noch interessant. Hier haben wir noch eine Mutter. Und da drüben gibt's noch was. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Also, da gibt's keine Schanze. Ich bin komplett überfragt. Da gibt's irgendein Bauteil. Ich sehe jetzt von hier nicht, was das genau ist. Da müssen wir noch irgendwie rüberkommen. Ich glaube, das hier ist eine Sackgasse. Ne? Ja. Okay. Ja, dafür habe ich die Triebwerke dann verwendet. Also, hier braucht man die. Und ich glaube, ich werde in jedes Fahrzeug solche Triebwerke einbauen. Die sind einfach so klasse. Da kann man so richtig gut schnell beschleunigen. Das braucht man unbedingt. Man kommt auch die ganzen Berge hoch, die man sonst nicht hochkommt. Absolut empfehlenswert. Okidoki, kommen wir da rüber? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ich glaube nicht. Autsch. Fast. Wow, also hier ist es richtig schleimig. Ich habe jetzt wieder den 8-rädrigen Bild ausgepackt, also so ab 8 Rädern ungefähr wird das Ganze einigermaßen fahrbar. Ich denke, beim Schleim zählt einfach die Anzahl der Räder. Und jetzt holen wir uns noch diesen Bolzen da draußen. Man kann hier auch überall fahren, wir waren da drüben schon unterwegs. Aber ich habe nicht gesehen, dass man hier rüberfahren kann. Ich weiß nicht, ob wir da schon ein Bild hatten mit so vielen Rädern. Vielleicht hat mich der Schleim abgeschreckt. Pinguinflagge! Super cool! Mega Framey. Ich würde sagen, wir packen direkt mal die Pinguinflagge mit drauf. Oder? Brauchen wir 2 Flaggen? Ich denke, eine reicht. Nimm die mal weg und ersetzen die. Pinguinflaggen sind ja wohl viel cooler. Wo ist das Ding? Pinguin. Rutsch. Okay. Ah, da ist er. Pinguin mit Krone. Super gut. Dann würde ich sagen, haben wir den Großteil der Piranha-Bucht erkundet. Guck mal da um die Ecke, ob da noch irgendwas ist. Aber das haben wir eigentlich alles schon gesehen, ne? Da kann sich nichts mehr verstecken. Nö. Da drüben waren wir schon. Also, ich weiß nicht, ob wir hier schon waren auf der... Da müssen wir nochmal rüber gucken. Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen. Oh, das ist mega creepy hier. Das ist überall tiefes Wasser. Also wenn wir ein bisschen zu weit rutschen, dann gluck, gluck, gluck und so. Das funktioniert aber wirklich gut. Also der Bild ist perfekt für einen Schleim. Vielleicht ein bisschen zu viel Motoren. Aber man kann ja nie zu viele Motoren haben, ne? Oh, schaffen wir das? Nö. Ich weiß aber was. Wir nehmen einfach den da raus. Und packen stattdessen so ein Triebwerk da rein. Ungefähr so. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Jawohl. Die überhitzen immer nach kurzer Zeit. Also die halten nicht ewig, die Triebwerke. Aber die geben so viel Schub, dass man da überall hochkommt. So, was gibt's denn hier? Ist da irgendwas Spezielles? Sieht jetzt nicht so aus. Wir können also hier rüberspringen. Und da drüben kennen wir es dann wirklich schon. Wow. Oh, ist das framey. Wir sollen da steuern. Also hier kennen wir es dann schon wieder. Deswegen würde ich sagen, setzen wir uns zurück in die Piranha-Bucht. Und gucken uns da noch so ein bisschen um. Wir sind nämlich jetzt hier auf diesem Speicherpunkt in der Piranha-Bucht. Und wir können jetzt hier rüberspringen. Da ist dieser Aufstieg, also dieser, weiß nicht, dieses Lift-Dingens, wo wir uns eingehängt haben. Die Zipline. Und da oben waren wir noch nicht unterwegs. Da kommt man hoch, von hier aus. Da gibt es eine Schanze.
Das wird ein bisschen schwierig, weil wir auf schleimigem Untergrund anfahren müssen. Ihr seht, warum das schwierig ist. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. Mit Triebwerk und 3 Motoren. Auf geht's. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Vollgas! Stoff! Läuft! Oh oh. Na gut, Hauptsache wir haben es geschafft. Und es ist kein Schleim mehr da. Schleim überstanden? Jetzt gucken wir mal, was es hier oben zu holen gibt. Das war nicht so einfach, hierher zu finden. Also gibt es dann natürlich auch eine Belohnung. Und zwar ein Bauteil. Was ist das? Großes irgendwas. Scharnier. Oh, das ist gut. Bewegliche Teile sind immer interessant. Die eröffnen neue Möglichkeiten. Okay, wir haben Scharnier gefunden. Super nice. Dann glaube ich, haben wir dieses Gebiet so mehr oder weniger abgeschlossen. Das werden wir nicht überleben. Niemals. Oder? Fast. Jetzt muss ich nur einen Weg wieder zurückfinden. Einen Weg, wo wir heil zurückkommen. Aber ich glaube, das Gebiet haben wir jetzt so einigermaßen gesehen. Wir können es eigentlich auch zurück teleportieren, ne? Jo. Also hier kennen wir uns jetzt aus. Jetzt müssen wir hier noch gucken. Das kennen wir noch nicht da unten. Da geht's dann weiter. Aber ich glaube, wir haben alles aufgeholt, was wir vergessen hatten. Beziehungsweise, ja, müssten wir. Mit Linksklick können wir jetzt teleportieren. Und dann ist das Fahrzeug erstmal weg. Aber wenn wir es gespeichert haben, können wir es uns wiederholen. Ich denke, wir nehmen wieder das mit den Triebwerken. Das ist einfach das Beste. Was ist das? Das sieht gefährlich aus. Bolzen ohne Ende. Oh ja, das waren 2 Bomben. Gut, die haben uns nicht erwischt. Nichts passiert. 3 Bolzen. Wow. Das ist gut. Gutes Ergebnis. Mehr Düsen hinzufügen. Ja, ist immer gut, ich weiß. Wir haben schon 4. Mehr ging, glaube ich, nicht. Dann würde ich sagen, drehen wir mal um und versuchen den Sprung. Ich denke, wir könnten uns mal sowas etwas gefederteres bauen. Das wäre wahrscheinlich auch ganz klug. Oh, so schnell. Das war knapp. Das sind ein paar Triebwerke zu viel, habe ich das Gefühl. Voll Gas. Ja, wir haben ja jetzt Federungselemente. Wir haben immer noch keine gescheiten Räder. Ich hätte gerne ein bisschen schönere Räder als die Dinger. Oh. Oh. Das war wieder ein bisschen knapp. Oh, wir haben unseren Motor verloren, deswegen konnte ich nicht mehr bremsen. Das ist fies. Okay, wir sollen es wohl nochmal versuchen. Oder wir bauen uns direkt einen gescheiten Bild für den Sprung. Ich denke, das ist die klügere Idee. Bauen wir uns mal was Neues. Wir können ja so ein bisschen aufbauen auf dem, was wir schon haben. Ich denke, wir haben so ein paar richtig coole Builds hier schon gebastelt. Ich denke mal, wir bauen auf dem hier auf, ne? Das ist eine coole Sache. 8 Räder ist super gut. Der hat ordentlich Power. Dem fehlt ein Triebwerk und ordentliche Federung, hätte ich jetzt gesagt. Oh yeah, was meint ihr? Das Ding sieht doch mal ziemlich heiß aus. Ist jetzt ultra breit geworden. Ich habe schon überlegt, ob ich das so ein bisschen schmaler machen soll. Aber das fährt sich so gut. Das ist unglaublich. Das ist richtig gut zu kontrollieren. Leider ist es wieder ein bisschen framier geworden. Ein bisschen mehr Lag als vorher. Wahrscheinlich einfach, weil wir mehr Bauteile haben. Aber das Ding ist echt klasse. Ich habe jetzt mal 2 Triebwerke verbaut, 2 von den Motoren. Mit den Triebwerken ist es einfach ein bisschen besser zu kontrollieren. Hä? Man ist schneller und es ist trotzdem besser zu kontrollieren, weil man beim normalen Fahren immer nur 2 Motoren nutzt. Und die Triebwerke nutzt man halt nur dann, wenn man wirklich Schub braucht. Das ist ganz praktisch. Ansonsten mit 4 Motoren ist es sehr schwer zu kontrollieren. Weil die einfach immer greifen, auch dann, wenn man so ein bisschen vorsichtiger manövrieren möchte. Dann drehen gleich alle Räder durch. Okay, ich habe so eine Hupe drauf, die müssen wir unbedingt testen. Ich habe die mal auf H gelegt. Man kann ja die Tasten belegen. Die ist, glaube ich, standardmäßig auch auf Space. Also die Tasten muss man immer einzeln belegen. Ist ja klar. Ups. Und das speichern wir jetzt mal. Das gefällt mir nämlich super gut. So. Und speichern. Jetzt ist es gesichert. Okay, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. Aussehen ist das eine. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man damit auch so ein bisschen springen kann oder so. Ja. Mega laggy. Vielleicht war es auch der Safe jetzt, der so ein bisschen laggy war. Es ist immer noch schnell mit den Motoren, aber mit den Triebwerken geht es richtig ab. Okay. Alter Schwede.
Das waren so 2 FPS oder so. Also die Federelemente schlucken auch richtig Leistung, wie es aussieht. Aber es funktioniert. Richtig gut. Okay. Wieso rutsche ich hier so? Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut kontrollierbar ist. Man kann richtig gut Donuts damit machen. Donuts damit drehen. Das geht super gut. Aber das heißt natürlich auch, dass es nicht perfekt kontrollierbar ist. Ne? Man könnte das wohl noch ein bisschen perfektionieren. Möglicherweise ein bisschen länger machen. Weil dann haben wir noch mehr Bauteile. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir dringend sowas gebraucht, um hier die Sprünge zu meistern. Die sollten jetzt kein Problem mehr sein. Oh! Läuft! Wir haben die Stoßstange verloren. Wer braucht schon eine Stoßstange? Ich glaube, wir brauchen die jetzt. Da drüben könnten wir die ziemlich gut gebrauchen, habe ich das Gefühl. Holen wir uns die mal zurück. Und dann schaffen wir den Sprung jetzt hoffentlich. Auf geht's! Jump! Wow! Läuft! Sweet! Ja, also dreht sich ganz gerne, fährt gerne Donuts. Aber ansonsten ist das Ding echt cool. Das muss ich noch ein bisschen perfektionieren. Also von der Kontrolle her ist das doch sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Okidoki. Damit würde ich aber sagen, machen wir Schluss für diese Episode. Das ist Hammer. Gefällt mir mega gut. Wir haben wieder ein paar neue, richtig coole Bauteile gefunden. Und ein richtig geniales Fahrzeug gebaut. Die Federungselemente sind so ziemlich das Wichtigste, was man überhaupt finden kann. Zusammen mit den Triebwerken natürlich. Also, die muss man sich auf jeden Fall, die müsst ihr euch sofort am Anfang holen. Das ist das, was ich die ganze Zeit vermisst habe. Damit kann man dann gescheite Builds bauen und gescheit springen, ohne dass man platzt. Sieht super cool aus. Wir haben jetzt die Pinguinfahne. Das ist jetzt, glaube ich, noch die Blitzfahne hier drauf. Nice. Vielleicht müssen da noch mehr Räder dran, ich weiß noch nicht. Das war's aber erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.